Eine mutige Leistung. Wir könnten auch einen Rambock einsetzen. Euer Gnaden? Es werden Rekruten benötigt, Sire. Machen wir mal einen Rambock. Ramböcke übrigens setzen sich mehr ein. Wie Schilde komme ich. Setze ich das auch gerne ein. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Mein Bogen ist euer. Das muss ich jetzt selber mal nachschauen. Ich setze eigentlich das ganze Repertoire hier immer gerne ein. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Belagerungsgeräte. Dann mal hier ein bisschen was verkaufen. 19. Den haben wir, dann lassen wir mal 17 hier. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Aber anscheinend reicht ein... Es werden Rekruten benötigt, Sire. Für zwei Schwertpositionen. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Oder eine Nachricht der Schlange. Ihr stellt meine Geduld wahrhaft auf die Probe. Noch einmal lasse ich das nicht durchgehen. Mein Herr? Hier sehen wir, jetzt werden unsere Truppen hier nicht mal geheilt. Eure Lordschaft? Sehr. Eure Befehle? Die wirklich angeschlagen waren. Sind auf dem Weg. Wir bräuchten... Nee, für diese Schlange setzen wir keine Belagerungsgeräte ein, weil die... Wir können so gesehen hier bloß durchmarschieren und hier rauf. Dann haben wir diese Schlange. Und übrigens, wie ihr gerade gesehen habt, die kauft auch Käse direkt. Aber steckt keinen her, damit sie noch ein bisschen mehr Nahrungsvielfalt hat. Das merkt man richtig, diese Nahrungsvielfalt in dem Spiel. Gold fließt in die Schatzkammer. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Kommen noch mal ein paar Bäcker. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Besser geht. Bin zur Stelle. Und los! Wir folgen euch, Herr. Einer für alle! Wir sind bereit. Wir stehen zu Diensten. Auch hier oben. Ja! In Bewegung! Bin zur Stelle! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es reichen Bogenschützen bereit! Hier Bogenmacher. Mein Bogen ist euer! Wenn man sich wirklich ein bisschen Zeit lässt. Unser Werkzeug ist bereit. Ich setze hier bloß an Bogenschützen sozusagen, Belagerungsgeräte ausbilden kann. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Bogenmacher wirklich sehr nah hier sind, keinen wirklichen Laufweg haben. Es geht wirklich sehr schnell. Bin zur Stelle. Ohne dass man sich es werden Rekruten selber Waffen benötigt, Sire. Katapult bereit, my lord. Gebt uns eine Aufgabe. Ein Rambock. Konstruieren Belagerungsgeräte. Mein Herr, Rücken aus. Wir kommen noch mal ein paar Bogenschützen hin. Weil sollten, bin zur Stelle. Wir jetzt es werden Rekruten benötigt sein. Eure Befehle? Können. Selbst, könnten Meuchelmörder noch einsetzen, aber das wäre dann Overkill. Bin zur Stelle. Das ist ja schon mit den ganzen Schwertkämpfern, die wir einsetzen. Bereit. Es werden Waffen benötigt, Sire. Was wünscht ihr? Seid gegrüßt. Ihr habt nicht genügend Gold. Kaufen wir uns nochmal. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr habt nicht genügend Gold. Kommt schon. Ihr habt nicht genügend jetzt. Gold. Kaufen wir zweimal ein. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal mit den Schwertkämpfern hier hoch und dann straight ahead zum Log. Wir sind bereit. Und ich hoffe, dass dann keine Angriffsarmee
uns erwartet, weil die Angriffsarmee, auch wenn das vielleicht nicht ganz so viele Leute sein sollten, aber die Schlange hat halt viele Pikiniere, diese Lanzenträger hier. Wir sind bereit. Die können uns auch sehr stark die Suppe versalzen. Ihr habt nicht genügend Gold. Muss ich hier was kaufen? Das ist wir wahre sind bereit. Macht. Eure Lordschaft? Wir folgen euch, Herr. Wir stehen zu Dienst. Von dem Intro sozusagen, nicht direkt Intro, sondern der ersten kleinen Burgvorstellung, wie es im ersten Teil war und wie es zu diesem Teil ist. Damit man, ich finde das eigentlich schon mal sehr schön, das zu sehen. Ich mache das wirklich bei den ersten Burgen, wenn man die KI überhaupt sieht, das erste Mal. Das würde ich nur beim ersten Mal machen. Das zweite Mal würde ich es nicht mehr machen, weil das wird dann zu viel. Wird dann selber einfach mal drüber. Wir sind es werden Waffen benötigt, Sire. Seid gegrüßt. Weil ich das sonst recht lästig finde. Wir sind bereit. Aber das erste Mal, denke ich, kann man sich mit anschauen. Da muss man bloß mal einen groben Eindruck. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, ausgesehen haben. Sind auf dem Weg. Weil ich weiß nicht, wie viele von euch haben zuerst Jungle Quass Ader gespielt und kennen den ersten Teil gar nicht mal. Eure Lordschaft. Das weiß ich gar nicht. Würde mich auch mal interessieren. Ihr verlangt viel. Wir sind bereit. Jetzt verkaufen wir mal ein Rügen. Wir sind bereit. Wir folgen euch, Herr. Können wir nochmal fünf Rüstungen verkaufen? Ja, die gehen diesen Weg. Das ist schon mal gut. Wir stehen zu Diensten. Ihr verlangt viel. Es dauert ein bisschen, bis die da sind. Ihr verlangt viel. Können wir es aber direkt hier hochschicken, weil die müssten diesen vorgegebenen Weg schon gehen. Wir werden überfallen. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bogenschützen bereit. Kann. In Bewegung. Mönche. Es gibt nur eine einzige KI, die in diesem Spiel Mönche einsetzt. Und das ist der Abt. Weil Mönche sind Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich schon ausgeglichen. Weil die kosten 10 Gold. Halten nicht so viel aus wie ein Lanzenträger. Aber haben halt eine ziemlich starke Angriffskraft. Kennen die Verhältnisse da nicht. Weiß gar nicht, gibt es da ein Buch dafür? Weiß ich gerade gar nicht. Aber so sind sie schon eigentlich gebalanced. Die ganzen Mönche. Die Eco von der Schlange zu zerstören, das bei starken KIs verstehe ich, wenn man das macht, das immer wieder anzündet, zum Beispiel der Wolf. Beim Wolf, da bin ich sogar ein Was sehr starker Freund, die Mauern mit, ihr verlangt viel. Ja, die wir diese Burg einfach gestürmt haben mit Belagerungstürmen. Irgendwo einen Belagerungsturm aufstellen und dann eine trägliche Verlust. Auf sozusagen niedergemacht mit Streikkolbenkämpfer, Hilebert ihre Armbrustschützen, Burg anzünden. Weil hier möchte ich wirklich nichts anzünden, außerdem wir könnten nicht einmal was abbauen. Wir könnten uns was kaufen. Aber wie schon gesagt, die KI. Die Schlange zum Führer vor allem. Das wäre brutalster Overkill. Ich werde auch kein Feuer gegen die Ratte einsetzen.
will ich persönlich nicht bei dir. Eine Nachricht ja der Schlange. Die Schlange zum Beispiel. Die Schlange hat noch ein bisschen eine Chance, weil sie Brunnen direkt eine Nachricht nicht einmal der Schlange. Nun, wir sollten abrücken. Jetzt bin ich gespannt. 79. Das ist wahre Macht. Es sind noch ungefähr 70 Truppen, die die Burg verteidigen. Ungefähr. Dann kommen hier ungefähr 300 Leute auf uns zu. Übrigens, wenn die Schlange angreift und sagt, wir sollten zum Beispiel die Schlange angreifen, und sie einen Angriffsdruck hier schon hat und sie das sagt, wir sollten abrücken, dann zieht sie eine Nachricht der Schlange zurück. Es ist Zeit, das Zeitliche zu segnen. Wir sind bereit. Dein Freund gleich auch das Zeitliche segnen. Eure Lordschaft? Nieder mit ihnen! Eine Nachricht der Schlange. Verschont mich. Im Grunde meines Herzens bin ich auf eurer Seite. Vorwärts, Männer! Den Spruch kenne ich irgendwoher. Aus dem ersten Teil vor allem. Nee, lass mal auf 40. Ihr verlangt viel. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt sein. Die kriegen jetzt Welten mehr Rüstungen rein wie Schwerter. Wir sind bereit. Es werden Rekruten benötigt. Wenn jemand von euch das Verhältnis dazu kennt, würde mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Es werden Waffen benötigt sein. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Weil ich weiß, ein Eisen reicht für jeweils eine Rüstung oder ein Schwert. Soll die Schlange jetzt noch über 200 Einheiten haben? Ja, das könnten die Patrouillen hier überall noch sein, diese, die sie hat. 100, ja. Aber die Angriffe werden ein immer erträglicher Verlust. Seid das gegrüßt. Ist das Schöne daran. Wir aber sind das werden Waffen, glaube ich, auch ihr Einheitenlimit erreicht. In Stronger Crusader, glaube ich, ist das Einheitenlimit noch bin mal bin zur Stelle! Hier. Es werden Rekruten benötigt sein. Mein Bogen ist euer! Hat mein man Herr? Am Anfang des Einheitenlimits erhöhen können. Jetzt kann man es mit dem neuesten Patch 2.11b kann man es nicht mehr erhöhen. Ich glaube, bei einem sind auf dem Weg. Auch schon nicht in mehr, Bewegung. Weil es irgendwie nicht immer funktioniert hat, dass man das Einheitenlimit erhöhen konnte. Aber die Angriffswellen hier, die sind ganz normal. Und gleich geblieben und vor allem die Angriffswellenstärke, zum Beispiel, dass die immer um 40 steigt, wie ich es jetzt halt eingestellt habe, das ist immer noch variabel einstellbar. Und der Angriff eure ist Verbündeten. Immer noch doch, das waren nur fast 200 Einheiten, die sie... Eine Nachricht der Schlange. Hat. Ah, ihr ja stellt meine Geduld wahrhaft auf die Probe. Ja, noch einmal lasse ich das nicht durchgehen. Bekämpft haben. Wir sind bereit. Übrigens, im normalen Teil müsstet ihr gut noch eine Stunde warten, bis die Schlange auf diesem Niveau wäre. Weil die... Und die habt ihr ja immer nur um 2 erhöht. 2, 3 Einheiten. Dafür hatte sie halt immer recht schnelle Angriffe. Aber dafür waren sie recht schnell. Es werden Waffen benötigt, Sire. Wir sind bereit. Und los! Eure Lordschaft? Die 60 können wir. Ihr verlangt viel. Wir folgen euch, Herr. Hammer einer für alle! Müsste eigentlich locker reichen. Wir stehen zu Diensten. Die wollen diesen einen Schwertkämpfer haben.
Was wünscht ihr? Vorwärts, Männer! Ihr verlangt viel. Sturmbock bereit, my Lord. Zumindest nicht so schnell. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wie sieht's eigentlich unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Das Volk huldigt euch, Sire. Steuern auf. Wir sind bereit. Seid gegrüßt. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. In dem Spiel setze ich ein. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Wenn ich Geld brauche, eigentlich immer auf Stein. Steine produzieren und verkaufen. Das bringt eigentlich immer meisten Geld. Das ist wahr. Wir sind bereit. Wenn man keinen Stein hat. Wir sind bereit. Dann würde ich fast auf Waffenproduktion gehen. Und schauen, dass ich die Waffenverkauf, Lanzenträger zum Beispiel, diese Lanzen hier. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bringt eure Befehle? Sehr viel Geld. Brücken aus. Auch in der Kampagne im ersten Teil vor allem. Rundenteil, wenn man Waffen verkaufen kann, bringt es einen wirklich über die Runden teilweise. Bin zur Stelle! Es werden Waffen benötigt, Sire. Bin zur Stelle! Ein weiter Weg! Schauen wir mal genau und gucken, wir kriegen viel zu wenig Mehl rein. Ja! Ein weiter Weg! Wenn man Speed am Ball und Brot haben wollte, dann baut ich hier anstatt der Form eine weitere Getreidefabrik. Oder wenn es hier ist, gibt vielleicht eine zweite Getreidefabrik noch zusätzlich. Oder tut hier die ganzen diesen Platz ein bisschen nutzen, um mehr Farmen zu bekommen, weil hier solltet ihr das eigentlich gut beschützen können, dass die Schlange euch das nicht anzünden kann. Eure Lordschaft? Machen wir noch so. Wir sind bereit. Es werden Waffen benötigt, Sire. Bogenschützen bereit. 90, das dürfte... Katapult bereit, my Lord. Sturmbock bereit, my Lord. Was könnte man kaputt rammen? Haus. Weil das ist das leichteste Ziel. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Ihr gebt mir einer für alle! Dann haben die beiden Apotheker nicht so einen weiten Weg. Katapult bereit! Belagerungsgerät! Dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister! Pause tut gut! So, dass auch die Baumeister verschwinden. Sturmbock bereit, my Lord! Das ist selten der Fall. In dem Spiel ist es jetzt nicht ganz so schlimm. In Stronghold 1 in der letzten Mission gegen einen Wolf, da sollte man wirklich oft speichern, weil die Baumeister Sturmbock sind sehr schnell. Sturmbock wird bewegt! Eure Befehle? Wie viele Bogenschützen haben wir jetzt eigentlich in der 200 fast? Bin zur Stelle! Jetzt haben wir genau 200. Bin zur Stelle! Ja. Wir folgen euch, Herr! Vorwärts, Männer! Nein! Und los! Nein! Einer für alle! Sind auf dem Weg! So. In Bewegung! Aufteilen. Ja. Rücken aus. Bogenschützen bereit. Sowas kann mir übrigens des Öfteren passen. Sind auf dem Weg. Mein Bogen ist euer. Bogenschützen einfach mal mitnehmen. Das passiert mir oft. Wir stehen zu Dienst. Ist eigentlich teilweise der Normalfall. Vor allem in dem Teil. Ein Crusader. Ihr verlangt viel. Passiert mir das so gesehen eigentlich am laufenden Band. Sturmbock bereit, my Lord! Und daran wird sich nicht viel ändern. Vor allem, wenn man angegriffen wird und plötzlich die halbe Armee von den Türmen wegnimmt, das ist sehr unvorteilhaft. Sturmbock wird bewegt! Hier wären wir recht langsam, weil wir ja hier drüber müssen.
Oh, ich erinnere mich noch an die gleiche Karte, aber da haben wir nicht den Startpunkt hier, so wie jetzt, sondern hier unten. Sturmbock wird bewegt! Und, das wird sehr unschön, diese Mission. Sturmbock wird bewegt! Sturmbock wird bewegt! Aber ich habe mich schon echt auf Stormcross wieder gefreut. Sturmbock wird bewegt! Weil wir werden überfallen! Sehr schön, als auch mit dem Mod, wo ich Sturmbock wird bewegt! Da ist die KI nochmal stärker. Es ändert nicht wirklich was an der Sturmbock KI. Sturmbock wird bewegt! In der erweiterten Kampagne, die nächsten 30 Missionen sozusagen, man hat ja insgesamt 80. Die ersten 50 Missionen, die wir jetzt halt spielen, ändert an der KI nicht unbedingt Sturmbock viel. Bis auf, dass die schneller angreift, als auch schneller rekrutiert. Ansonsten ändert sich da nicht Sturmbock viel. Wird bewegt! Kein Problem! Im erweiterten Teil hat die KI dann doch ein bisschen einen Vorteil. Weil manche haben wirklich keine Waffen gekauft oder schnell rekrutiert. Die haben teilweise wirklich sehr viele Waffen gehabt, bis die überhaupt dann angefangen haben, wieder Einheiten auszubilden oder haben gar keine Einheiten ausgebildet. Zum Beispiel hier kann ich es auch mal sagen, gibt es eine Burg der Schlange, weiß ich, wo sie sich selber einbaut. Da kommt sie gar nicht an ihre Außenwirtschaft mehr hin. Und das wurde eine Nachricht der Schlange. Den gefixten Burgen von Efrey. Das sind die klassischen Burgen. Bloß, dass vielleicht ein oder zwei Häuser mehr gebaut sind oder bei der Schlange, wo sie sich selber einbaut, ein oder zwei Torhäuser mehr da sind. Eine Nachricht der Schlange. Ich muss zugeben, und das, die Lage ist... Diesen Unterschied merkt man richtig. Dass die Schlange dann... Was wünscht ihr? Weil das ist sozusagen Sturmbock auch bewegt. Ein Bug, der durch die gefixten Burgen von Ekka gerufen wurde. Kein Problem! Das ist halt sehr praktisch, dass diese Bogen sozusagen geschützt wurden. Seid gegrüßt! Eine Nachricht der Schlange. Glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid, meine Herrschaft über dieses Land in Frage zu stellen? Ich sehe den Weg, wir wollen euch erhalten. Wir stehen zu dir. Ich kann auch teilweise vor unserer Nase hier die Wellen wieder aufbauen. Wir können das übrigens nicht. Aber es ist ein bisschen unfair, aber auch gerecht, weil die KI dann wirklich sonst teilweise richtig Probleme hätte. Eine Nachricht der Schlange. Verschont. Im Grunde meines Herzens bin ich auf eurer Seite. Sieg! Der Geld hat am meisten Geld gemacht. Er hat auch sehr viel Nahrung produziert. Haben wir jetzt nicht ganz so viel. Am meisten Waffen produziert. Holla. Der Gelbe, diese Burg war auch nicht unbedingt schlecht. Ich glaube, das ist die zweitstärkste. Von der produktionstechnisch allem her und Geldeinkommen. Na, man muss auch sagen, sie hatte auch einen riesigen Vorteil, weil sie nicht so wie die anderen alles oberhalb gebaut hat. Weil die anderen KIs hatten ja richtig Probleme, auch Geld zu machen, weil die überall über
den Steinbrüchen waren, wo sie einen riesigen Weg drum rumlaufen mussten. Aber zur Next-Mission, die endlose Wüste. Gegernwolf. Mit Richard Löwenherz an unserer Seite. Das wird witzig. Aber das sehen wir erst in der nächsten Mission. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns bei Mission 6, die endlose Wüste.